So, herzlich willkommen zurück zu Kirby's Adventure. Wir haben letztes Mal hier aufgehört in Welt 3, dem Buttermilchturm. Ja, und fangen wir gleich mal an hier mit Level 1. So, was haben wir hier? Erstmal gar nichts, ein Schloss. Und gleich mal ein Schwert holen. So. Dann. Oh. Hey, da oben, das ist ein Eingang, oder? Yo. Hey, cool, Steinblöcke. Ich mag so einen Stein. Ich mag so einen Stein. Nein! Nicht das Schwert, ich wollte das Stein. Na egal, dann mach ich mit dem Schwert weiter. Und ein Boss! Moment. Warten, bis er die Dinger spuckt. Den kennen wir ja schon. Jetzt. Egal, schieß mal nur auf ihn. Mach mal normal. So. Der war nicht wirklich ein Problem. Jetzt kommen wir. Hey, cool. Auch eine Ability, die wir noch nicht kennen. Feuerball. Hey, die ist auch geil. Wow, die ist cool. Nein, 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 nein. Feuerball. Hey, die Ability ist cool. Und da oben. Warum habe ich meine Fähigkeit verloren gerade? Ja. Keine Ahnung. Kommen wir irgendwie an diesen Schalter ran? Wenn wir dagegen hauen, dann wackelt alles. Kommen wir irgendwie an diesen Schalter ran? Moment. Ich probiere so mal, guck mal hier unten. Ah, hier unten ist ein Geheimgang, glaube ich. Gehen wir erstmal hier rein. Und. Lol, okay. Ah, jetzt weiß ich, warum ich meinen Stern verloren habe. Ich weiß jetzt, wie man Fähigkeiten aufgibt, sozusagen. Okay. Auch gut zu wissen. Jetzt weiß ich auch, wie das geht. So. Oh, jetzt sind wir hier. Super. Jetzt würde ich mal sagen, machen wir mal den Ding kaputt. Ah, okay. Durch den Schalter haben wir jetzt also das Bonus-Level aktiviert. Aber dafür sind wir wieder hier. Okay. Okay, und hier ist das Ende. Okay, super. Nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. Verdammt, nein. Aber wir haben es geschafft und wir haben den Bonusschalter gefunden. Gucken wir erstmal in die Arena. Also Arena, wieder kämpfen gegen irgendeinen kleinen Boss. Und nein, 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 der ist böse. Oh, jetzt bin ich falsch gesprungen. Verdammt. Jetzt muss ich hoch. Warten, bis er wieder das macht. Dann jetzt wieder runter und den Ding auf ihn schießen. Und dann kann ich nochmal ausweichen. Okay. Jawohl. Juhu. Können wir den jetzt irgendwie einsaugen für Fähigkeit? Nein. Aber ich verstehe nicht. In der Beschreibung steht, wenn man gewinnt, bekommt man eine Tomate und eine Fähigkeit. Aber man bekommt irgendwie immer nur die Tomate. Naja, komisch, komisch. Welt 2. Level 2, nicht Welt 2. So, hier rutschen wir ab, genau. Oh, leck, leck, leck. Jetzt nicht mehr. Oh, und hier kann man auch nicht durch. Ah, da drüben kommen wir hoch. Gut. Nein, okay, egal. Ich habe eh volles Leben fast. Mache ich da die Tomate kaputt, ey? Gibt's doch nicht. Ah, das ist auch cool. Ein sich drehender Turm. Also wir gehen. Er dreht sich unter uns. Also ich glaube, wir gehen eher hoch an ihn, oder? Oh. Ja, nein, wir drehen ihn, okay.
Wir müssen jetzt so weit reden, bis wir die Tür sehen. Gut. So. Wow. Zum Glück bin ich in die Mitte gegangen. Oh, die Steine sind gemein. Kommst du her? Kann man den nicht einsaugen? Dann nimm den Stein. Die Steinfähigkeit finde ich auch cool. Also, Kadorz! Voll auf die Gegner draufhauen. Wie ein lustiges. Oh, das ist wieder sowas, da braucht man jetzt ein Schwert oder ein Beam. Da komme ich nicht rein. Ja, oder man backt sich mit einem Stein rein, okay. Auch nicht schlecht. Und was? Nein, nein. Den besiege ich jetzt mit meinem Stein. Oder auch irgendwie nicht. Kommst du her? So, warten, warten, warten. Boom. So. Fahr weg. Boom. Komm schon, fahr weg. So, jetzt wieder. Nein, nein, nein. Oh Gott. Okay, ich muss jetzt wieder einspielen. Ich habe ein bisschen länger nicht gespielt. Okay, auf jeden Fall den machen wir nochmal. Eine Niederlage akzeptiere ich nicht. Wow. Der ist fies. Ja, und der springt genau. Ist klar. Nein, nochmal. Er kommt nochmal. Ach lol, die Tür ist böse. Wenn man da so leicht reinkommt. Okay, jetzt. Er schießt. Ich warte, bis er kommt. Boom. Wow. Mach's doch nicht so knapp, Kirby. Und wieder ein Treffer. Noch ein. So, jetzt warten wir wieder, bis er kommt. Und boom, besiegt. Und wir saugen ihn ein. Ja, wir können Endgegner fressen. Jetzt verstehe ich auch, was die meinen mit der Fähigkeit, glaube ich, in der Arena. Man kann dann die Endgegner auffressen. Oh ja, oh ja. Der Reifen ist genau für dieses Level gemacht. Oh ja. Was ist das? Ah, so. Cool. Eis. Nein, da ist der Tod. Und das One-Up kriege ich dann auch nicht wahrscheinlich. Nein, up. Ausweichen. Angreifen. Er packt er mich. So, wieder ausweichen. Auf seinen Move warten. Op. Oh, der ist. Ah, der packt mich. Einmal noch. Einmal einen Treffer noch. Komm, komm, komm her. Komm, komm ein Stück näher. Komm, na komm. Tot. Ja. Wow, fast eins. Ich werde. Irgendwann schaffe ich es. Ich schaffe das. Der blaue Kirby sieht nämlich auch cool aus. Yeah, ich bin blau. So, Level 3. Na, komm doch her. Und er trifft mich. Dann fresse ich die einfach. Geht weg, geht weg. Hui. Super Sprungtypen töten. Waddle Dee tötet mich. Der war jetzt extrem dumm angestellt. Oh mein Gott. So, jetzt kein Tod mehr.
Jetzt kommt Hardcore Kirby Gaming. So.